Also das Auto ist wirklich komfortabel, da gibt es nichts zu meckern. Es ist ein SUV, also höherer Schwerpunkt, das merkt man schon. Toyota hat sich hier wirklich radikal verändert. Die Verarbeitung ist okay, aber der Material ist einfach nicht der beste. Heute teste ich das erste Elektroauto von Toyota, die bei uns in der Schweiz erhältlich ist, den Toyota BZ4X. Also wirklich so einen schönen und unkomplizierten Namen, finde ich. Zum Glück muss Cindy den Toyota aber nicht nach Namen beurteilen. Sie interessiert sich für das, was im BZ4X drinsteckt. Für den SUV hat Toyota erstmals eine eigene Elektroplattform entwickelt. Ausgerüstet mit einer 71,4 Kilowattstunden Batterie leistet der BZ4X 160 Kilowatt und kommt mit dem Allradantrieb bis zu 458 Kilometer weit. Aber genug von den nackten Zahlen. Darum geht es Cindy heute nicht. Die Japaner sind bekannt für ihre sparsame, zuverlässige, aber auch manchmal langweilige Auto. Und heute zeige ich euch, wo dieses Auto hier typisch japanisch ist und wo nicht. Typisch japanisch heißt in diesem Fall auch typisch Toyota. Das Unternehmen ist nicht nur der größte Autobauer im Land der aufgehenden Sonne, sondern gehört zu den größten der Welt und setzt damit Maßstäbe. Das haben sie zum Beispiel schon mit dem Prius geschafft. Keine andere Marke war mit dem Hybrid so erfolgreich als Toyota. An diesen Erfolg wollen die Japaner auch mit ihrem ersten Elektroauto anknüpfen und haben sich dafür Zeit gelassen. Ja, die Japaner sind Perfektionisten und haben auch viel Geduld. Deswegen überrascht es nicht, dass sie fast als letzte Unternehmen auf den Markt kommen mit einem Elektroauto, trotz ihr Hybridwissen. Auch ist der Druck von außen bei Toyota nicht so groß wie bei anderen Herstellern. Sie verkaufen seit Jahren sparsame Autos und haben darum weniger Probleme, die Umweltnormen einzuhalten. Dass sich Toyota beim BZ4X Zeit gelassen hat, merkt Cindy bei der Software. Hier sind die Japaner zwar später, aber auch ausgereifter als andere. Bei manchen Herstellern habe ich das Gefühl, die sind nicht ganz fertig, wenn sie beginnen, das Auto zu verkaufen. Bei dem Auto hier, es ist mir wirklich nicht aufgefallen. Das Infotainment ist schnell und funktioniert auch einwandfrei. Und entgegen Cindys Erwartungen sieht es auch richtig modern aus. Gerade bei asiatischen Autos finde ich oft bei Infotainment, dass es veraltet aussieht oder nicht so up-to-date. Bei dem Auto hier finde ich wirklich, dass Infotainment ist gut, gut strukturiert, nicht so verspielt und eine super Auflösung. Der klaren Struktur hilft auch die Tatsache, dass die Japaner nicht alle Funktionen in den Bildschirm hineingepresst haben. Gerade jetzt bei diesem Touchscreen-Wahnsinn, wo alle Knöpfe einfach in mein Bildschirm rein sind, also das heißt, ich habe gar keine Knöpfe mehr, habe ich hier bei meinem Auto nur ein paar klassische Knöpfe und das macht mich wirklich glücklich. Das ist einerseits Japan untypisch mutig, auf der anderen Seite ist es auch wieder typisch japanisch, denn an Traditionen hält man gerne fest. Das unterstreicht auch der Innenraum. Mit der großen Mittelkonsole ist er eher traditionell und nicht so offen, wie sie es von anderen Elektroautos kennt. Dafür findet Cindy, dass Toyota sorgfältiger arbeitet als andere Hersteller. Man muss nicht die Verarbeitung mit der Art der Materialien verwechseln. Das ist hier typisch Japaner. Die Verarbeitung ist okay, aber der Material ist einfach nicht der beste. Hör mal zu, hier an die Tür zum Beispiel, klingt ziemlich nach Plastik und vorne hier ist auch alles Plastik. Klar, sie geben sich Mühe, sie probieren sich zu verbessern. Hier vorne haben sie sich wirklich Mühe gegeben mit dem Stoff. Aber man merkt einfach, die Ansprüche vom Design in Japan sind einfach nicht die gleiche wie in Europa.
Im Land, wo Hightech auf jahrhundertealte Tradition stößt, hat man halt weniger Verständnis für Oberflächliches. Die Japaner konzentrieren sich lieber auf die Technik, die unter der Oberfläche schlummert. Das Auto ist wirklich komfortabel, da gibt es nichts zu meckern. Von 0 auf 100 in 6,9 Sekunden. Für ein Elektroauto, es ist nicht super Werte, aber es ist normal. Es ist ein SUV, also höherer Schwerpunkt, das merkt man schon. Bisschen Wangneigung. Ich habe wirklich viel Schlimmeres schon erlebt von SUV her. Aber ich finde, das Auto fährt sich gut. Gut ist auch das Stichwort für die Abstimmung der Bremsen. Hier haben andere Hersteller mehr Probleme. Manchmal gibt es so wie ein Loch, wenn man drückt und man weiß nicht genau, wie viel man drücken muss. Und bei dem Auto hier muss ich sagen, das funktioniert wirklich gut. Und da merkt man einfach diese Hybrid-Erfahrung von Toyota. Typisch japanisch konzentriert sich Toyota auf das Wesentliche. Unzählige Fahrmodi und Rekuperationsstufen hat der BZ4X nicht. Was er aber hat, ist eine sinnvolle Bedienung der Energierückgewinnung. Das finde ich hier bei dem Auto wirklich toll. Ich habe einen Rekuperationsknopf und er ist da. Und ich habe ganz einfach hier zu drücken und schon habe ich die Rekuperation eingestellt. Bei vielen Autos ist es jetzt in den Touch-Menü drin. Das heißt, ich muss es erstmal suchen, darauf drücken. Und ganz ehrlich, wenn du in eine Stadt reinkommst und du möchtest jetzt deine Rekuperationsstufe anders einstellen, hast du noch keine Zeit in deinem Menü zu suchen, sondern hier, zack, Knopf drücken und das funktioniert. Das ist wirklich gut. Auf Zack muss bei Cindy auch die Lenkung sein. Ich finde, die Lenkung die ist ziemlich präzise. Klar, es ist keine Porsche. Was mich nicht stört, und ich muss sagen, ich hätte gedacht, das stört mich, ist der kleine Lenkrad. Das hat Toyota absichtlich so klein gemacht, damit der Fahrer über das Lenkrad auf den Tacho sieht. Der sitzt auch weiter vorne als normal und macht so das Head-Up-Display überflüssig. Du hast eigentlich ein gutes Gefühl. Und stört dich überhaupt nicht, dass er so klein ist. Finde ich eigentlich angenehm zum Fahren. Für Unbehagen sorgt bei Cindy nicht die Lenkung, sondern die Batterieanzeige. Ich sehe hier nur die Kilometer und keine Prozente. Und ich finde, bei einem Elektroauto ist es ganz wichtig zu wissen, ob ich 10% mehr habe oder 10% weniger. Das ist wirklich entscheidend. Diese fehlende Information macht es für Cindy schwierig, das Verhältnis zwischen Reichweite und Stromverbrauch abzuwägen. Ich glaube, mit zwei verschiedenen Angaben gibt man einfach der Kunde mehr Sicherheit und er kann einfach besser einschätzen, wie viel Kilometer sein Auto machen kann, je nach Temperatur draußen. Gerade kalte Temperaturen sind bei Elektroautos bekanntlich unbeliebt. Das merkt Cindy auch beim BZ4X. Der Hersteller gibt eine Reichweite von knapp 460 km an. Also eigentlich, man sollte ganz easy den Weg von Bern nach Zürich und zurückfahren. Das ist knapp über 200 km. Leider habe ich das nicht geschafft mit dem Auto. Klar, wir haben hier die großen Räder, volle Heizung und das ist wirklich hier draußen sehr kalt. Aber trotzdem, zwischen der Angabe vom Hersteller und die effektive Reichweite, es ist da wirklich ein großer Unterschied. Ein Zeichen, dass die Japaner aber auf ihre Technik vertrauen, sind die Garantieleistungen. Allen voran die Akkugarantie. Das glaubt sogar Cindy kaum. Nach 1 Million Kilometer? 1 Million? Nach 10 Jahren oder 1 Million Kilometer soll die Batterie immer noch 70% ihrer Kapazität haben. Also dieses Versprechen macht man nur, wenn die Batterie hält, was sie verspricht. Abgesehen von der Garantie sticht der Elektro-Toyota aber nicht gerade aus der Menge heraus. Gerade im E-SUV-Segment ist das Angebot enorm groß und deswegen sind auch die Konkurrenz sehr stark. Da wäre zum Beispiel der Skoda Enyaq iV80X mit Allradantrieb. Der Deutsch-Tscheche hat mehr Leistung, eine größere Batterie und mehr Reichweite. Aber dafür kostet er auch knapp 7.000 Franken mehr.
Ebenfalls teurer als der Toyota ist der Mustang Mach-E mit der 68 Kilowattstunden Batterie und Allrad. Der Ford ist stärker, hat jedoch bei der Reichweite das Nachsehen. Ewiger Konkurrent eines jeden SUVs ist das Model Y von Tesla. Der Amerikaner kostet als Long-Range-Variante inklusive aller Assistenten etwa 5000 Franken mehr. Dafür ist er stärker und fährt trotz ähnlich großer Batterie deutlich weiter als der Toyota. Nicht mit Zahlen vergleichbar, sondern einfach Ansichtssache ist die Optik. Bei dem Auto hier sind Sie mutig geworden. Guck mal hier vorne, es hat keine Kühlergrill mehr. Sieht gut aus, sieht anders aus. Dann auf die Seite. Guck mal, dieses schwarze Ding hier, der geht von hier bis nach hinten. Auch hier wieder sehr mutig, muss nicht gefallen. Ich finde, dass Toyota mit diesem Auto hier einfach futuristischer geworden ist. Normalerweise mögen es die konservativen Japaner nicht so radikal. Hier merkt man, dass sie sich voll auf das Elektrokonzept eingelassen haben und nicht auf Nummer sicher gehen wollen. Der BZ4X ist auf einer Seite typisch japanisch, aber auf die andere Seite gar nicht. Toyota typisch ist, dass der Kunde nicht als Beta-Tester missbraucht wird und die neue Plattform bereits bei der Einführung ausgereift wirkt. Jedoch merkt Cindy auch an anderer Stelle, dass Toyota sich seine Zeit genommen hat. So schockt das erste Elektroauto vom Hybrid-Pionier die Konkurrenz nicht. Hättest du mir das Auto vor 2 Jahren hingestellt, wäre es super. Im Gegensatz zu den Verbrennern entwickeln sich die Elektroautos aber schneller. Mittlerweile haben andere Hersteller so viel Erfahrung gesammelt, dass Toyota nicht mehr alleine an der Spitze von batteriebetriebenen Autos ist. Das haben vielleicht die Japaner etwas unterschätzt. Denn auch andere Marken waren mit ihren ersten Elektromodellen noch nicht da, wo sie heute sind. Wenn Toyota die Effizienz des Antriebs noch perfektioniert, dann steht Toyota der Titel zum Elektrokönig offen. Bis es soweit ist, haben die Japaner noch ein paar Versuche offen. Bis 2030 sollen 29 weitere Elektromodelle auf den BZ4X folgen.